In dieser Lektion lernst du die technischen Grundlagen kennen. Dabei verwendest du einfache, meist geometrische Grundformen, um die Elemente aufzubauen. Insgesamt sind es fünf Themenbereiche und in jedem hat es solche Karten, an denen du dich orientieren kannst. Hier sind wir im Bereich visuelles Alphabet, wo es also darum geht, aus einfachen Grundformen Symbole zu zeichnen. Als nächstes kommt der Bereich Container. Das sind Rahmen, die dir helfen, ein Plakat übersichtlich zu gestalten. Dann verbinden und trennen mit Pfeilen oder Trennungslinien eine Struktur aufs Plakat zu bringen. Als nächstes Figuren. Also wirklich sehr, sehr symbolhaft. Einfach Personen zeichnen und als letztes dann die Schriften, damit du eben die Inhalte auch gut leserlich auf deinem Plakat platzieren kannst. Nimm dir für jeden dieser Bereiche mindestens 10 Minuten Zeit, wähle Karten aus, die dich gerade ansprechen und übe so viel wie möglich, zeichne einfach drauf los, auch wenn dir mal etwas misslingt, das ist kein Problem. Übung macht den Meister. Dabei kannst du mit Filzstift, Farbstift oder was auch immer zeichnen. Wenn du ein Tablet mit einem geeigneten Stift hast, ist das natürlich auch eine gute Übungsmöglichkeit. In der Folge zeige ich dir gleich das Vorgehen für das analoge und das digitale Zeichnen. In möglichst kurzer Zeit möglichst viele Zeichnungen zu machen, egal wenn mal etwas nicht so gut gelingt, wie du es dir vorstellst, dann beginnst du einfach wieder neu. Wichtig ist, dass du einfach Übung bekommst und vor allem eben möglichst schnell wirst. Ich verwende übrigens am liebsten diese Stifte da von Neuland, aber selbstverständlich kannst du auch mit beliebigen anderen Filzstiften oder sogar Kugelschreiber arbeiten. Das kommt nicht darauf an. Zum Üben ist natürlich auch ein Tablet sehr gut geeignet. Hier nutze ich jetzt das Smartphone als Vorlage und ich benutze normalerweise die App Taiyasui Sketches. Hier gibt es eine Gratis-Version für Schulen. Ich persönlich nutze die kostenpflichtige, die noch mehr Funktionen hat wie Ebenen. Aber du siehst, hier hat es zum Beispiel den Vorteil, dass wenn ich irgendetwas falsch mache, dann kann ich einfach einen Schritt zurückgehen und nochmals probieren. Also so zum Üben ist es optimal geeignet. Auch für Schattierungen habe ich da wirklich tolle Werkzeuge, mit denen ich experimentieren kann.